Moin! Heute ein sehr kurzes Video, aber ich wollte es unbedingt dazwischen schieben, denn es gibt für euch was zu gewinnen. Viel Spaß! Ja, ich blende es hier mal irgendwo ein. Ich denke mal, Werbevideo wird jetzt hier irgendwo stehen, da ich mir nicht ganz sicher bin. Man hat mir jetzt nicht irgendwelche Verpflichtungen aufgelegt, aber dadurch, dass sie das Ganze sponsoren, finde ich schon wichtig, dass sie erwähnt werden. Und ja, beim letzten Mal ging ja die Aufkleber weg an Moritz. Der hat sich aber leider nicht gemeldet. Ja, muss man ganz traurigerweise sagen. Also, sind die Aufkleber nochmal im Rennen? Die Regeln sind die gleichen wie beim letzten Mal. Schreibt einfach Hashtag Aufkleber, wo ihr das Ganze verbauen würdet. Ihr müsst Abonnent dazu sein und dann losen wir das Ganze aus. Dieses Mal werde ich einen Tag festlegen und zwar nächste Woche Mittwoch werde ich das Ganze machen. Dann machen wir nochmal ein Video, wo wir die Gewinner auch von den restlichen Sachen auslosen werden, damit ihr das Ganze vielleicht noch vor Weihnachten zu Hause habt, wenn sie gerade rechtzeitig melden. Ja, und während letztes Mal noch die Verlosung lief oder das Gewinnspiel von den Aufklebern, habe ich die Jungs von Ostoase angeschrieben, weil mir das Spaß gemacht hat, dass ihr euch so gefreut habt und dass ihr was gewinnen könnt. Ob die Jungs und Mädchen von Ostoase mir nicht ein paar Goodies zukommen lassen können, die ich dann an euch verschicken kann. Und ja, war kein Problem, die haben einfach, oder in dem Fall, ich habe mit Alex gesprochen, der hat dann einfach nur gesagt, ja, mach ich dir fertig, gib mir die Adresse und dann lasse ich dir was zukommen. Ja, und darum wird dieses Gewinnspiel, wie man es nennen möchte, Mini-Gewinnspiel heute gesponsert von Ostoase. Denkt dran, heute, ich nehme das hier am Freitag auf, es ist noch Black Friday, also da könnt ihr noch einiges abstauben. Ich weiß jetzt die genauen Rabattzahlen nicht, aber ich gehe stark von aus, dass in so einer Black Friday-Aktion einiges stark rabattiert ist. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie immer ist der erste Link. Ihr kennt es ja, Affiliate-Link und so weiter. So, weil wir bei den Aufklebern ja Hashtag Aufkleber haben, weil es um Aufkleber ging, finde ich es diesmal ganz fair, dass wir Hashtag Ostoase nehmen. Weil die das Ganze ja, wie gesagt, auch sponsern und die Sachen gratis zur Verfügung stellen. Und dahinter schreibt ihr aber nicht, wo ihr es verbauen würdet, sondern welches der drei Sets ihr am liebsten hättet. Es ist keine Garantie, dass ihr das kriegt, falls ihr irgendwas gewinnt. Ist einfach nur nice zu sehen, wer was gerne hätte. Und sieht auch ein bisschen geiler aus, als wenn meine Nachrichten nur voll wären mit Hashtag Ostoase. Vorweg, eigentlich, und das klingt jetzt total bescheuert, wie eine Kinderausrede, eigentlich wäre dabei noch ein Adventskalenderchen gewesen. Mit Schokolade drin. Den hat mein Hund aber angeknabbert. Ja. Keine Sorge, ich weiß, Tierschützer unter euch, also sie hat noch ein Stück zum Glück gefressen. Danach hat sie wohl keinen Bock mehr drauf gehabt. Da ich euch den angeknabberten aber nicht geben wollte, habe ich den Rest aufgegessen. Der ist leider raus, tut mir sehr leid. Aber es gibt drei Pakete und ich mache das jetzt mal rückwärts nach Platz 3, 2 und 1. Platz 3 bekommt eine Isolator-Spezial-Zündkerze, ein Zündkerzenkabel und ein Beru 1 Kilo Ohm Widerstand als Zündkerzenstecker. Das ist Paket 3. Also in dem Falle klar, Hashtag Ostoase 3. Als Platz 2 haben wir ja einmal gutes Adinolöl, was ja hoch in den Himmel gepriesen wird von den meisten Simson-Foren, Simson-YouTubern, die schwören ja alle drauf. Ich selber fahre das aktuell auch noch. Da kommt jetzt bald ein anderes bei mir rein, ist aber auch von Adinol. Ist aber kein Simson-Öl, wenn ich das richtig sehe, sondern Super 2T MZ 406. Außerdem im Paket 2 enthalten und da habe ich den Alex drauf gebracht, weil ich die geil finde. Ein Halstuch. Weil besonders zur Corona-Zeit, ihr seht, das ist jetzt kein Markenshowing irgendwas, wenn ich draußen rumlaufe, beruflich, einkaufen, ich hasse es, die ganze Zeit eine Maske mit mir rumzuschleppen. Darum habe ich immer eins von deren Halstüchern an. Ich habe mir damals 2 oder 3 bestellt und dann gehst du einfach rum, hoch, zack. In dem Falle ist das jetzt das Muster mit dem Totenkopf drauf. So, das wäre Paket 2, Hashtag Ostoase, ein Text oder einfach nur die 2. Und Platz Nummer 1 habe ich bis vor 10 Minuten gar nicht gekannt. Ich habe den Karton genommen, ich wusste ja, was drin ist. Es gab vorher einen Lieferschein, habe ihn in die Ecke gestellt für dieses Video. Und da war noch ein Umschlag drin. Ihr kriegt einen Umschlag. Nein. Also auch, ja. Jetzt muss ich aufpassen. Ja. So. Und zwar bekommt Platz Nummer 1 geschenkt. Und ich finde das immer wieder geil, weil ich bin halt nur ein kleiner YouTuber unter 1000 Abonnenten. Und trotzdem machen die bei sowas mit. Und verschenken sowas quasi, damit ich es an euch verschenken kann. Das finde ich mega gut. Einen Gutschein für Ostoase über 25 Euro. Ist das nicht geil? Also für einfach mal so wegschicken und hier, hab Spaß, verschenk das an deine Community. Mega, mega geil. Ich würde sowas natürlich sehr gerne sehr, sehr oft machen. Geht natürlich nicht, ist ja auch vollkommen klar. Ab und zu, wenn coole Sachen sind, wie mit den Aufklebern, das fand ich eine geile Aktion. Oder sonst mal, vielleicht auch mal mit 3D-Druck irgendwas für die Simson, dass sie da auch ein bisschen wiederkriegt, weil ich kann mich immer nur wieder herzlich bedanken. Mein Traum war es, dieses Jahr noch auf die 1000 zu kommen. Das sieht jetzt
einen Monat vor Weihnachten oder einen Monat bevor das Jahr endet, sehr, sehr gut aus. Ich glaube, wir sind jetzt bei 986 oder sowas. Und ich kann mich da echt nicht beklagen. Einen fetten, fetten Gruß und ein fettes Dankeschön geht auch nochmal raus an Simduro. So gut wie jeden Abend, 20 Uhr, streamt er live auf Twitch, ist hier auch auf YouTube. Und ich denke mal, ein paar von euch Boys oder Girls, die jetzt hier sind und zugucken, sind wahrscheinlich auch von da. Viel Liebe geht raus. Auch ein Gruß an den Chat, falls ihr das abends wieder guckt, wie immer. Könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Ich blende das hier unten einmal ein. Und als kleiner Spoiler, klar, die Zündung muss bald nochmal angeguckt werden. Da werde ich was nachschauen. Ich hole heute Abend schon das nächste Projekt ab. Ob es ein Winterprojekt wird, weiß ich noch nicht, weil hier drin ist es echt schweinekalt. Und ich zeige euch mal nur ganz kurz, was passiert, wenn ich die Heizung anmache. Vorsicht, ich gehe nicht weit weg. Heizung ist aus. Meine Heizung ist jetzt an. Geil, oder? Ist das nicht fett? Warte, warte. Ich bin noch da. Hallo. Also das Stromnetzwerk bricht hier zusammen, wenn ich die Heizung anmache, weil die 2000 Watt hat. Also gucke ich mal, ob ich irgendwie eine Petroleum-Gas-Heizung kriege oder so, damit das hier ein bisschen warm wird und ich im Winter auch weitermachen kann. Kurze Zusammenfassung nochmal. Hashtag Aufkleber für den Aufkleber. Ihr müsst Abonnent sein, so wie bei allen anderen Sachen auch. Und für die drei Ostoase-Pakete, Hashtag Ostoase und welches ihr gerne hättet. Nochmal, es ist nicht zwangsläufig gesagt, dass wenn ihr gewinnt, dieses Paket auch kriegt. Ausgelost wird das Ganze nächste Woche Mittwoch. Wie immer kann ich mich nur tausendfach bedanken fürs Zuschauen. Habt alle ein schönes Weihnachtsfest, wollte ich fast sagen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch noch. Habt alle einen super schönen ersten Advent. Genießt die Zeit mit der Familie, so gut es geht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!